Schön, dass wir hergefunden haben. Ja, ist schön. Telefoniert haben wir schon. Ist richtig, sonst hätten wir auch nicht hergefunden. Worüber wollen wir jetzt reden? Wie wäre es mit der verallgemeinernden manipulativen Berichterstattung des WDR? Gegen Versicherungsvermittler, Makler, Berater, Vertreter, whatever. Hauen Sie bloß ab. Nee, komm Walter, lass mal drüber reden jetzt. Denn genau das passiert hier mal wieder in diesem Beitrag. Und ganz zu Beginn, bevor ihr weiterlachen dürft, müssen wir ganz kurz klären, wer Walter Bender überhaupt ist und wie das Ganze hier in dieser Sendung eigentlich zustande kam. Walter Bender arbeitet als selbstständiger Versicherungsmakler. Okay, Versicherungsmakler, das steht auch hier in der Videobeschreibung. Bender verrät, mit welchen subtilen Strategien die Makler beim Verkauf einer Versicherung Moment mal. Warum sollte ein Makler schlecht über einen anderen Makler reden? Aber im Titel steht der Vertreter, dann haben die sich sicher einfach nur verschrieben. Er verrät uns, welche subtilen Strategien die Makler beim Verkauf einer Versicherung anwenden. Ups, ich glaube, da läuft gerade ordentlich was schief. So hat sich das Walter sicherlich nicht gedacht. Denn ich kenne Walter auch bereits persönlich. Und er hat bestätigt, dass vieles in der Sendung völlig aus dem Zusammenhang gerissen wurde. Dabei wollte er und will immer noch für mehr Transparenz in der Branche kämpfen, statt seinen eigenen Berufsstand niederzumachen. Und kämpft für mehr Transparenz in der Branche. Was sage ich? Okay, Walter, du musst zugeben, es war etwas naiv zu glauben, du könntest dich einfach mit dem WDR-SWR treffen und denen erzählen, mit welchen Tricks so mancher Vermittler arbeitet, ohne dass die dich benutzen und eine weitere Hetzkampagne gegen die gesamte Versicherungsbranche lostreten. Also stellen wir das mal wieder richtig. Denn der SWR nimmt die Aussagen Benders und baut daraus ein perfekt inszeniertes Spiel mit der Angst. Zum Leidwesen all derer, die da draußen jeden Tag einen super Job machen. Eine Versicherung ist letzten Endes kalkulatorisch ähnlich wie ein Casino. 1000 Euro! Sie legen Geld auf den Tisch und tauschen das gegen das gute Gefühl und dass, wenn sie die richtige Zahl erwischen, sie am Ende mehr rauskriegen, als sie reintun. Ja! Aus Kundensicht ist das Casino-Beispiel ein durchaus gerechtfertigter Vergleich, weil tatsächlich immer noch viele mit genau diesem Gedanken an das Thema Versicherung rangehen. Na, das muss sich unterm Strich schon lohnen. Wir wissen aber, also jeder Vertreter, Vermittler, Verkäufer, Berater, dass bei der Versicherung hinter jedem Vertrag ein Leistungsversprechen steht, während es beim Casino tatsächlich nur um das gute Gefühl und das Spiel an sich geht. Oder um eine Sucht. Nach Walters Steilvorlage mit dem Casino ist allerdings der Ausgang der Sendung unausweichlich. Wer eine Versicherung abschließt, möchte vor allem ein Gefühl bekämpfen. Angst. Am besten finde ich den Schwenk auf die Aktentasche beim Wort Angst. Da frage ich mich immer, wie läuft das in der Regie bei denen so ab? Ey Kamera, wenn das Wort Angst kommt, direkt mit der Kamera voll auf die Aktentasche halten, da wo die bösen Versicherungen drin sind. Nee Leute, sicher nicht. Schon mal den Begriff kalkulierbares Risiko oder Vernunft gehört? Planungssicherheit. Warum muss denn immer alles, was mit Versicherungen zu tun hat, gleich aus dem Gefühl der Angst herrühren? Wie kommt man denn immer auf Angst? Ein großer deutscher Versicherer erforscht regelmäßig die Ängste der Deutschen. Aber welcher Versicherer macht denn sowas? Aber dafür gibt's doch sicherlich Gründe. Angstforscher Bandelow erklärt sich die Gründe so. Einerseits natürlich, um kennenzulernen, wie die Ängste der Menschen sind, um dementsprechend auch... Was? Dementsprechend was? Woran erinnert mich dieses Gelalle nochmal? Jetzt habe ich mich vertüdelt. Ah ja, stimmt. Dementsprechend auch Verträge anbieten zu können. Interessant, klingt schlüssig. Schauen wir uns doch mal gemeinsam die aktuellen Ängste der Deutschen aus 2019 an, die die R&V in die Top 10 gepackt hat. Auf Platz 1, Überforderung des Staats durch Flüchtlinge, schwierig zu versichern. Spannungen durch Zuzug von Ausländern, da fällt mir jetzt auch nichts ein. Gefährlichere Welt durch Trump-Politik. Sicherlich nicht versicherbar. Überforderung der Politiker, also die Versicherung würde ich gerne sehen. Politischer Extremismus, wohnen in Deutschland unbezahlbar. Dann gibt es keine Versicherung für. Pflegefall im Alter. Also Pflege wäre möglich, da gebe ich dem Angstforscher recht. Also Pflege, da kannst du richtig das Fass aufmachen. Kosten für Steuerzahler durch EU-Schuldenkrise, Terrorismus, steigende Lebenshaltungskosten, nee. Aber diese Theorie vom Experten ist mir nicht schlüssig genug. Aber andererseits auch möglicherweise... Andererseits, möglicherweise. Da krieg ich schon wieder einen Föhn. Um das auch zu steuern, indem bestimmte Ängste vor bestimmten Dingen erzeugt werden, sodass die Leute dann sich an einer Stelle überversichern. Kommt zur Sache. Risiken, die sie bis dahin noch gar nicht überlegt hatten. Ja, was denn jetzt? Ich denke, wir sind uns alle einig, dass Überversicherung aufgrund von Angstmache keinen Sinn macht. Aber wenn mir ein Berater, Vermittler, Verkäufer, Vertreter, wie auch immer ihr den nennen mögt, meinen Bedarf aufzeigt und ich den decken kann, dann spricht man von Problemlösung. Und nicht von Angstmache. Mit anschließender Überversicherung. Weil alle überversichert sind. Mann, du! Aber als Angstforscher kannst du halt auch schnell mal betriebsblind werden. Beispiel, wenn mir ein Verkäufer eine Osmoseanlage für mein Haus anbietet, dann kann ich die kaufen, weil ich Angst vor nitratbelastetem, verunreinigtem Medikament, vollhaltigem Wasser habe. Oder weil der Stefan einfach mal durch eine kompetente Beratung durchgerechnet hat, was bei einem 6-Personen-Haushalt das ganze Jahr über an Flaschen, Plastik, Pfand, Sprit und Zeit rausgeballert wird, weil ich mein Zeug im Laden kaufe, statt das Leitungswasser umzuwandeln.
Die Zahl der Versicherungsabschlüsse hängt eng mit der Angst vor Verlusten zusammen. Das ist ja aber auch okay und Bender beschreibt jetzt hier auch, warum das so ist. Die Verlustaversion ist die Angst des Anlegers, Geld zu verlieren. Und das führt oft zu kaufmännisch fragwürdigen bis falschen Entscheidungen. Die Angst, etwas zu verlieren, ist bei den meisten Menschen größer ausgeprägt als die Freude über einen Gewinn. Das ist absolut korrekt, deshalb investieren auch so wenig Deutsche in Aktien. Fahren gerne Mercedes oder wollen nicht, dass Leonie Chantal auf einem 20 cm hohen Bordstein herumklettert, aus Angst, dass sie sich das Genick bricht. Schauen wir uns noch kurz die Top 3 der Angstmachen an, die unseriöse Verkäufer benutzen. Das Sargdeckelklappern. Es gibt einen Moment, wo Gier oder Angst eine so große Einflussnahme auf ihre Entscheidung haben, dass eine rein rationale Steuerung nicht mehr möglich ist. Und wenn sie genügend Angst gemacht haben, also genug mit dem Sargdeckel geklappert haben, dann steigt in einigen Fällen die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand zu etwas drängen lässt, was er eigentlich nicht möchte. Bilder erzeugen Gefühle. Gefühle bringen uns ins Handeln. Wer falsche Bilder und somit falsche Gefühle erzeugt, handelt falsch. Das findet übrigens überall statt. In der Schule, in der Erziehung, auf der Arbeit, bei der Polizei und auch beim SWR, WDR. Denn jeder, der diese Sendung gesehen hat, hat jetzt Gefühle. Gefühle erzeugen Handlungen. Und die Handlungen nach solch einer Sendung sind nicht die Handlungen, die gut sind. Riesenleistung, WDR. Riesenleistung. Scheine zum Anfassen. Wenn ich eine Riester-Rente berate, dann kommt unweigerlich das Thema Förderung auf den Tisch. Wie viel kriege ich im Staat? 300, 185, 154. Und um das greifbarer zu machen, gibt es diese falschen Geldscheine tatsächlich in Druckform. Die kann ich dem Kunden also in die Hand drücken und so sagen, pass mal auf hier, das ist das, was du an Geld geschenkt kriegen würdest. Wie findest du das? Und unabhängig davon, wie das Gespräch läuft oder nicht, am Ende des Gesprächs, wenn der unterschreibt, ist gut. Sollte er allerdings die Idee doof und nachdenken wollen, dann ist ein Kunstgriff, dass man sagt, man hätte gern die Scheine wieder, weil man braucht die ja noch für andere Beratung. Und in dem Moment erzeugen sie einen Menschen so, weil wir wollen nichts weggeben. Obwohl das falsch ist, möchten wir nicht loslassen. Ein Auto kann man anfassen, Altersvorsorge hingegen ist nicht greifbar. Man muss halt 20 bis 40 Jahre warten, bis es dann endlich losgeht. Eine große Herausforderung für Vermittler und Berater und auch eine große Herausforderung für den Kunden. Die Wichtigkeit von Vorsorge wahrzunehmen, zu fassen, zu greifen, sich darüber bewusst zu werden. Haptische Verkaufshilfen sind so gut, wie sie schlecht sind. So positiv, wie sie negativ sein können. Es geht aber nicht um die Sache an sich, sondern immer um den, der sie benutzt. So wie halt überall. Das Kuscheltier. Tust du mir was Gutes, tue ich dir was Gutes. Das ist ganz normales menschliches Verhalten. Mit jeder netten Geste und jedem kleinen Geschenk, das ich jemandem gebe, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er sich dafür revanchieren möchte. Manche sind eher bereit zu sagen, okay, ich nehme doch den Sparbeitrag, den ich brauche. Also, es ist höchst unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt auch einen kleinen Teil, der würde wahrscheinlich das Komplott durchschauen, sagen, hauen Sie bloß ab, ich lasse mich nicht bestechen. Aber das ist halt nicht die Masse der Leute. Okay, hier muss ich ein bisschen schmunzeln, denn noch niemals bin ich in den 11 bis 12 Jahren der Vermittlung auf die Idee gekommen, den Kindern meiner Kunden Kuscheltiere zu schenken, damit die Kunden schneller unterschreiben oder überhaupt unterschreiben. Was für eine niedere, abgrundtiefe, fiese Schiene ist das bitte? Das nennt sich das Gesetz der Reziprozität. Gegenseitiges Wechselwirken. Davon lebt übrigens jede gute Beziehung. Und nur eine gute Beziehung zwischen Verkäufer und Kunde ist dauerhaft. Wofür Walter kämpft, ist klar. Er ist gegen manipulative Angstmache beim Kunden, er ist gegen verkäuferorientiertes Verkaufen und er ist für den Menschen, also für den Kunden. So wie wir alle, die wir da jeden Tag draußen eine super Arbeit machen. Was allerdings immer deutlicher wird, ist die penetrante, organisierte Destabilisierung unserer Branche durch die Medien. Anmerken muss man allerdings dabei, dass die Sendung Ende 2016 aufgenommen wurde und jetzt am 12.12.2019 in der Mediathek des WDR erscheint. Ein Schelm, wer Böses denkt. Und der Beruf des Versicherungsvertreters, des Versicherungsvermittlers, des Versicherungsmaklers, Vermögensberaters und Versicherungsberaters, ja, so viele gibt es, hat sowieso schon nicht den besten Ruf. Dass das Fernsehen es jetzt allerdings schafft, die Branche selbst dafür zu gebrauchen. Ich versuche immer auf das Wort missbrauchen zu verzichten. Dass wir uns innerhalb der Branche immer weiter selber auseinandernehmen. Das zeigt uns ganz klar etwas auf. Wenn du Verkäufer bist, dann hör auf, schlecht über deine Konkurrenz zu sprechen und den Medien damit einen Angriffspunkt zu bieten. Und wenn du Kunde bist, dann baue eine gute, vertrauensvolle, dauerhafte Beziehung zu der Beraterin, dem Berater deines Vertrauens auf. Beide Gruppen, sowohl die Verkäufer als auch die Kunden, sind selbst in der Lage, dafür die Verantwortung zu übernehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Angstmache der Medien können wir nur noch gemeinsam entgegentreten. Schließen möchte ich jetzt mit den korrekten und wertvollen Worten von ProContra, die damals schon beim WDR um eine Stellungnahme gebeten haben. Zurück bleibt nicht nur ein Zerrbild, das nicht nur zu Ungunsten von Bender, sondern auch zu Ungunsten der Verbraucher ausfällt. Diesen wird hier nämlich suggeriert, dass sie eigentlich niemanden haben, der ihnen in Versicherungssachen zur Seite steht, sondern nur solche, die auf Seiten der Versicherer stehen und deren Produkte möglichst kompromisslos unters Volk bringen wollen. Zurück bleibt Ratlosigkeit und Unverständnis, was mit solch einem Beitrag für ein Ziel verfolgt wird. Informationsaufbereitung für den Verbraucher ist es nämlich nicht. So, und jetzt kommen meine Kinder aus der Schule, deswegen werde ich ihnen gleich erzählen, dass oben im Wohnzimmer unterm Sofa ein Monster lebt, damit ich heute Abend das Sofa für mich alleine haben darf.